Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der NBA 2K21 My League mit den Houston Rockets. Und ich will ganz ehrlich mit euch sein, turbulente Phase gerade bei mir. Ihr habt das ja gemerkt, die letzten beiden Tage kam keine Folge. Im Prinzip sollte eigentlich heute auch keine kommen. Aber ja, ich muss gerade so ein bisschen, ich sag mal, Zeit überbrücken. Ich brauche einfach irgendwas, was mich ablenkt. Und da dachte ich, was gibt es da Besseres als die My League? Ich meine, ich schreibe in einer Woche ungefähr meine erste Abiturklausur und habe halt dann auch alle Abiturklausuren, sag ich mal, hintereinander direkt weg. Das heißt, ab dem 5. Mai viel mehr Zeit wieder. Da kann es dann wieder richtig losgehen. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Bis dahin ist eigentlich ein bisschen stressig. Aber ich warte gerade auf einen PCR-Test, beziehungsweise auf das Ergebnis, und ey, es ist nicht auszuhalten. Ihr glaubt das nicht. Ich weiß nicht, ob das Leute von euch auch schon machen mussten, aber es ist auf jeden Fall sehr nervig. Ja, heute gibt es für uns den Dunk-Contest, was sehe ich hier gerade. Ja, der meistens ja nur so sehen, wie gut funktioniert, aber ich bin mal gespannt. Die Frage ist, mit wem spielen wir? Haben wir letztes Mal mit Ja Morant gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich überlege aber auf jeden Fall nochmal mit Ja Morant zu spielen. Oder sollen wir Jonathan Kuminga nehmen? Den hat sich ja nicht mal gewünscht, dass wir ihn draften, das weiß ich noch. Deswegen nehmen wir mal Jonathan Kuminga, damit wir, wo wir den schon nicht gedraftet haben, dass wir den mal häufig, dass wir den mal heute hier zumindest im Dunk-Contest sehen. Which out of the player, was ist das? Ja, okay, machen wir ja, drücken wir hier jedenfalls bei der Umfrage, damit wir da ein paar wie sie bekommen. Jamorant 23,8 Punkte, 9 Assists, sehr solide. Gucken wir mal, was der abliefert. Stimmt, wir sind hier jetzt dann immer als letzter hier dran mit Kuminga. Grizzly, hier. Jamorant auf jeden Fall noch bei den Grizzlies. Ey, verzeiht mir, dass ich heute manchmal vielleicht den einen oder anderen Verbrecher mehr drin habe als sonst. Oder also auf jeden Fall noch mehr als sonst. Weil, ey, das macht einen echt mental fertig, wenn man die ganze Zeit wartet auf diesen Test. Jalen Green bei den Sacramento Kings hier. Okay, mal gucken, was der bringt. Der von Ja Morant war auf jeden Fall schon mal stabil. Oh. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, der Dunk-Contest hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Geben mir in 2K jetzt nicht so viel. Ich verkacke die sowieso mal. Und ich sag mal, die Dunks, die man halt dann immer hier sieht, hat man halt schon mal irgendwann gesehen. Greg Brown, the Third, bei den Warriors. Boah, wie wäre das jetzt einfach, wenn ich jetzt live in der Folge das Testergebnis bekomme? Ich werde ab und zu mal immer wieder schauen. Ah, sieht noch schlecht aus. Alter, das macht einen echt fertig. Also mir geht's zum Glück ganz gut, aber man weiß es ja nie, man kann sich auch symptomfrei haben. Oh, jetzt sind wir dran mit Kuminga. Bei den Pacers sind wir, glaube ich, hier. Wir machen mal erstmal zum Reinkommen, keeping it simple. Schauen, wie das Ganze läuft. Sonst nehmen wir uns ja gefühlt immer direkt die schwersten. Diesmal machen wir es mal uns erstmal ein bisschen einfacher. Okay, nicht optimal getroffen. Gucken wir uns nochmal die Wiederholung an. John Kuminga von den Pacers hier. Keeping it simple. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ist natürlich jetzt noch nicht unbedingt so ein Brett, ne? Keeping it simple. Der Name ist Programm auf jeden Fall. Sah ganz natürlich ganz nett aus. Gibt natürlich eine 24. Was soll ich dazu sagen? Ja, nicht mal die Hälfte der Punkte erreicht. Das ist natürlich ein bisschen mies. Aber naja. Wir gehen in die Runde 2. Mal gucken. Die anderen jetzt erst zum Glück auch noch keine 50er-Bombe rausgehauen. Morant mit 37. Im ersten. Travel? Wef? Nein. Okay, Morant verbeugt sich nach dem. War der so krass? Ich weiß nicht. Ja. Typ kann natürlich schon ordentlich hoch springen, auf jeden Fall. Das hilft natürlich. Ich krieg nochmal eine 37, okay. Und Jalen Green. Den habe ich auf jeden Fall auch Bock in echten Dunk-Contest. Der hat schon eine 47 beim ersten bekommen. Ja, auch der zeigt auf jeden Fall eine ordentliche Zeit in der Luft. Ja, auch ordentlich. Guck mal, was der kriegt. Eine 40. Sieht hier schon verdächtig danach aus, als würde der den Dunk-Contest gewinnen. Mal gucken, was Greg Brown noch raushaut. Dunk-Contests in echt sind halt absolut feier, ne? Also wenn man so an Dunk-Contests denkt, boah, ich überlege einfach der Aaron Gordon, Zach LaVine Dunk-Contest zum Beispiel. Solche Dinger sind halt unnormal geil. Aber wie gesagt, hier in 2K ist okay. Gibt jetzt eine 45 dafür. Was machen wir? Wir versuchen diesmal mal nicht simpel. Diesmal gehen wir mal ein bisschen.
Underbows, Legs across Basket. Wir nehmen jetzt diesmal recht das Schwerste. Der wird wahrscheinlich nicht reingehen, aber ich werde mein Bestes versuchen. Boah, ist das Ding dünn. Scheiße. Scheiße. Okay, er ging zumindest schon mal rein. Das ist schon mal nicht die Regel. Come on. Gucken wir uns noch mal an. Der müsste eigentlich nice sein. Boah, okay, ja, come on, come on. Besser Dank des Abends aus meiner Sicht. Between the legs, also under the legs. Am Ende ein bisschen verbuggt natürlich, da muss die Jury natürlich berücksichtigen. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Oha! Was? Was? Eine 50? Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gemacht. Also für manche von euch vielleicht jetzt ganz normal, aber. Also ich habe die 50 Bonbon noch nie geknackt, will ich ganz ehrlich mit euch sein. Wow, ich gucke nochmal kurz Testergebnis. Ah, wenn jetzt zu der 50er Dunkbombe noch das Negativ-Testergebnis kommen, wäre natürlich traumhaft. So leider nicht. Jamwent. Ja, okay. Auch ganz nett. Auch ganz nett. Kommt, glaube ich, aber nicht an unsere 50 ran. Ja, okay, der war schon nice. Der könnte auch 44 oder so. 39. Aber eine 50 sieht man selbst von den Bots hier auch selten, ne? Also, krass. Krass. Also. Ich bin stolz auf mich gerade ein bisschen. Will ich ehrlich mit euch sein. Also kommentiert gerne mal, was eure beste Punktzahl da war oder ob ihr die einfach simuliert. Würde mich echt mal interessieren, weil. Oder ob ihr die auch hier sehen wollt überhaupt. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie krass das ist. Ja, Jalen Green. Ich meine, wir haben natürlich die 50 jetzt gut abgeliefert, aber unser erstes Ergebnis ist natürlich dann immer noch die, was war das, eine 24 oder so. Damit sind wir halt insgesamt nicht so wirklich gut im Rennen. Das Gute ist wahrscheinlich, wir könnten hier einfach in 2K nochmal den gleichen Dank raus, oder nochmal 50 bekommen, aber wir holen gleich natürlich nochmal einen anderen raus. Greg Brown, gucken wir uns nochmal an. Ja, oh, schöner Windmill. Kriegt eine 39, nicht das meiste. Mal gucken, was machen wir jetzt. Props. Tap under and fly over. Klingt krass, klingt erstmal krass. Wir gucken uns das Ganze an. Come on. Ich muss mich konzentrieren. Nein, ich habe den zweiten nicht getroffen. Shit, Mann. Ja, okay, damit war es das auch. Hätten wir noch eine 50 bekommen, hätten wir 26. Ey, warte. Ich hätte mir dann gehabt. Ja, ich war gerade zu doof, um das auszurechnen. Aber egal, keine Ahnung. Wir treffen auf jeden Fall den letzten Dank nicht. Aber immerhin die 50 geholt beim zweiten Dank. Das ist alles, was zählt. Beim ersten sind wir vielleicht noch ein bisschen zu wenig risikoreich gegangen. Ich glaube, wir hätten uns diese 50 Bomb nehmen müssen und noch zwei so medium gute. Den ersten vielleicht ein bisschen schwerer, den dritten ein bisschen leichter. Dann wäre hier was drin. Ich sage euch, nächste Saison kommen wir wieder zum Dunk-Contest und dann holen wir uns das erste Mal das Ding. Ich bin jetzt mir sicher, bisher habe ich hier noch nicht geholt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt jedes Jahr hier gemacht habe. Ey, ich kann den Dreier-Contest jetzt wieder gar nicht machen, oder was? Nein, als ob. Ey, jetzt hat Kyrie Irving den Dreier-Contest gewonnen. Junge, was soll die Scheiße? Ja, okay. Das ist natürlich jetzt mies. Kyrie Irving gewinnt den Dreier-Contest, ohne dass wir da überhaupt mitspielen dürfen. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Aber damit steht das All-Star-Game für uns an. Und ja, wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall natürlich im Team mit Kevin Durant. Das ist immerhin unser Boy hier. Haben noch LaMelo Ball, LeBron war glaube ich noch dabei. Ich weiß gar nicht, weil das Team haben wir sogar selbst gedraftet, meine ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, 2K macht hier wieder gut Werbung für mein Team. Wobei ich sagen, dass ich mein Team aktuell fast gar nicht spiele, aber ich meine, ihr habt es ja schon mitbekommen, aktuell allein durch Abitur und so auch nicht so wirklich viel Zeit zum Zocken. My League wird natürlich durchgezogen, aber ansonsten schwierig. Die letzten beiden Tage kam jetzt ja auch mal My Career zur Abwechslung. Ich hoffe, das war auch mal okay. Bis Montag hoffe ich natürlich auch noch, dass ich eine My Park Folge hinbekomme. Ist jetzt bisher noch nicht recorded. Aber My Park bockt mir auf jeden Fall sehr. Wir haben gestern zumindest mal ein bisschen trainiert, sag ich mal, aber haben nicht aufgenommen. Nur so ein bisschen so just for fun gezockt. Mal gucken. Okay, erster Ballbesitz für Team. Ja, was ist denn? Team Janis ist das, ne? Und wir sind Team Luca.
Interessante All-Star-Captains. Zwei Europäer auf jeden Fall. Tua Young direkt mit dem ersten Dreier. Okay, trifft ihn nicht. Und wir checken hier mal ein paar Jungs ab. LaMelo Ball. Okay, Batterie von meinem Controller ist fast leer. Nicht gut. Luka Doncic. Step back. Ah, trifft ihn nicht. Und LeBron mit dem persönlichen Foul. Beim Kampf um den Rebound. Okay. Erster Wurfversuch mit Doncic auf jeden Fall nicht erfolgreich. Oh, Jason Tatum. Okay, kriegt er fast LeBron. Hat ihn da eigentlich auch ganz gut gekriegt bekommen. Macht den Wurf nicht rein, aber Vucevic war es, glaube ich, der nachfassend da die Punkte macht. Doncic, er nimmt jetzt nicht direkt im nächsten Stepback. Okay, soll aber Isolation hier spielen gegen Steph Curry. Nimmt doch den nächsten Stepback. Luka Doncic. Let's go. Mit dem Dreier. Muss ja auch hier seinem Namen, beziehungsweise seinem Teamnamen, Team Luka, aller Ehren machen. Embiid. Boah, Vucevic im All-Star-Game. Zieht er hier so billig das Foul gegen Embiid. Hätte er sich ja mal lieber hier schön danken lassen, schön blocken lassen können. Wir wollen doch die Highlights sehen im All-Star-Game. Vucevic 20 und 12 war es, glaube ich, was er die Saison. Avic auch stark. Spielt ja mittlerweile echt bei den Bulls. LaMelo Ball jetzt. Ja, nice, dass wir einfach hier ein Playbook haben beim All-Star-Game. Oh, LaMelo Ball, da sollte eigentlich gerade der Alley-Oop-Pass auf KD kommen. Und Giannis haut das Foul raus. Kevin Durant gegen Giannis. Das ist natürlich auch ein Matchup, das man sehen will. Kevin Durant entscheidet sich für den Fadeaway, trifft ihn nicht. Transition. Okay. Boah, Steph Curry. Der Melo Ball hat dann noch so ein bisschen auf den Block natürlich von hinten gegeiert, aber kam leider nicht. Okay, LaMelo Ball geht an die Linie. Ja, ich meine, wir müssen natürlich auch mal gucken, wie viel wir jetzt hier wirklich spielen. Wie gesagt, desto länger ich hier an der Folge dran sitze, desto mehr Zeit vergehen, desto realistischer ist, dass ich gleich mal endlich mein Ergebnis bekomme. Ey, das macht einen wirklich fertig. Trae Young jetzt von der LaMelo Ball verteidigt. Oh, shit, ey, Junge. Was ziehen denn alle Fouls hier? Das ist ja eine einzige Freiwurfschlacht hier beim All-Star-Game. Trae Young ja auch in echt schon den einen oder anderen Freiwurf gezogen, würden manche Hater behaupten. Weil am Ende des Tages ist es ja auch einfach gut fürs Team, wenn du an die Linie gehst, muss man ja auch einfach mal so sagen. Auch wenn es vielleicht zum Zuschauen dann manchmal nicht so schön ist. Kevin Durant mit dem Dreier. Ah, trifft ihn nicht. Ah, Jason Tatum geben wir den ganz offenen. Ah, keine gute Idee. Jason Tatum, der mit den Boston Celtics eine etwas enttäuschende Saison spielt bisher. Doncic gegen Curry im Pick and Roll mit LeBron James. Boah, okay. Der Pass geht nicht so wirklich zum Dunk, aber LeBron am Ende smooth per Layup. Wild. Was haben wir eigentlich für eine Lineup hier? LeBron auf der 3, Doncic auf der 2, Ball auf der 1, Durant 4, Embiid 5. Ja, ist ein solides Team, würde ich mal sagen. Tatum guckt hier gegen LeBron, aber kriegt ihn am Ende nicht unter. Und LaMelo. Okay, keiner kommt für den Alley-Oop. Kevin Durant mit dem Dreier. Let's go! Kevin Durant darf auch seine ersten Punkte machen. Der Houston Rockets da, auch ungewohnt zu sagen. Auch wenn er natürlich jetzt hier schon ein bisschen länger bei uns ist. Trae Young trifft ihn nicht. Transition über LaMelo Ball. Der sieht wieder LeBron James. Und diesmal ist es auch mal ein bisschen epischer. LeBron diesmal per Dank. Und der erste Assist von LaMelo Ball. Da haben wir natürlich mit Ball und Doncic zwei, die da auf jeden Fall Experten sind. Jason Tatum. Okay, am Ende der Mid-Ranger von Giannis. Puh, okay, wenn er den macht, nicht schlecht. LaMelo. Es gibt wieder ein Screen für Durant. Ah, schwieriger Dreier. Rebound ist aber bei Doncic. Und Durant. Oh, was? Durant. Findest du den nicht in der Zone? Ich glaub's nicht. Okay, Giannis nimmt wieder den Midranger. Okay, Giannis ist hier einfach DeMar DeRozan, wenn man die Midrange betrachtet. Ich glaub's nicht.
Luka Doncic. Arbeitet hier ein bisschen gegen Steph Curry, aber am Ende ey, werden hier mir aus meiner Sicht ein paar zu viele Fouls gemacht. Jungs, ist ein All-Star-Game, ne? Oh, und Doncic trifft den Freiwurf. Ich würde sagen, das ist auch mal ein guter Anlass, um das erstmal zu simulieren. Mal gucken, wie spannend die Nummer bleibt. Geil, dass da auch noch Eastern Conference gegen Western Conference steht. Wir gehen jetzt mal ins dritte Viertel rein. Okay, unser Team führt hier aber sehr deutlich. Sieht man, dass wir auf jeden Fall gut gedraftet haben, scheinbar. Trae Young, na, kriegt den relativ easy. LeBron mit 16 Punkten schon. Okay, ist eigentlich die gleiche Lineup wie Starting 5 hier gerade. Nur mit, ich glaube, Doncic und LaMelo Ball haben die Position getauscht. Nice. Tatum. Ja, wir spielen zumindest hier die Defense, die man im All-Star-Game sehen will. Kevin Durant. Und LeBron James. Let's go. LeBron. Eingesetzt von KD. Schönes Ding. KD mit 12 Punkten hier bisher. Ich weiß gar nicht, ob hier ein All-Star-Game MVP gekrönt wird am Ende. Bin ich mir tatsächlich nicht sicher gerade. Oh, es gibt das nächste Foul. Eieiei. Aber so kommt Team Giannis, müssen wir ein bisschen mehr ran. Man muss auch sagen, abgesehen von Steph Curry, es sind die Teams. Okay, Giannis haben die natürlich auch noch. So unfair ist dann auch nicht, aber. Oh, no, ich hab's schon befürchtet. LaMelo Ball, habe ich ein bisschen zu sehr mit dem rechten Stick rumgespielt. Am Ende die Backcourt-Violation, eieiei. Und es gibt das nächste Foul. Ach ja. Freunde, so geht die Zeit auch nicht schnell rum. Wenn ich hier nur auf Freiwürfe warten muss. Steph Curry macht überraschenderweise beide rein. LaMelo Ball, komm, zauber mal ein bisschen, Kollege. Oh, ich dachte schon, nächste Backcourt-Violation. Oh, und wir verlieren den Ball. LeBron vielleicht noch ein. Schade. Ich dachte vielleicht noch ein Chase-Down-Block von LeBron. Kommt aber leider nicht. Wow, und direkt der nächste Turnover. Wir machen das Ganze hier noch ein bisschen spannend. Zur Young offenen Dreier sollte sich eigentlich nicht nehmen lassen. Ja, komm, wir wollen noch ein bisschen Spannung. 11 Punkte Führung auf einmal nur noch. Jetzt nimmt LeBron das Ding in die Hand. LaMelo Ball. Pick and Roll mit Luka Doncic. Okay, let's go. Doncic hier. Als Pick and Roll Screener sieht man auch nicht so selten. So häufig. ja, nicht schlecht. LaMelo Ball zieht halt den Ball gegen Trae Young. Und in Transition LeBron James. Der hat Bock. Der hat Bock. Wie alt ist der hier? Ich weiß es gar nicht. Hat auf jeden Fall noch den einen oder anderen Dank im Petto. Schön gemacht vorher natürlich von LaMelo Ball, der Steal. Jason Tatum mit dem Midranger und Embiid mit dem Rebound. Und LaMelo Ball. Let's go, let's go. Das sieht auch schon wieder vom Ergebnis her ein bisschen deutlicher aus. Kann ja nicht sein, dass wir hier in der Simulation so rasieren und wenn ich spiele, klappt es auf einmal gar nichts mehr. Okay, Jason Tatum will da LeBron James als Matchup. Ich wollte einfach nur keinen Foul begehen. Ah, und dann kein guter Pass. KD ist kalt. Muss los. Steph Curry offener Dreier. Ja, moin. KD oder Steph. Ah, lass, was ist denn mit meiner Sprache heute los? Wirklich. Nee, Steph Curry offener Dreier. Nichts, was man gerne hört als Gegner auf jeden Fall. Luka Doncic. Teile ich von Trae Young. Im Pick and Roll mit LeBron James. Oh, let's go, Luka Doncic. Trae Young, da müsste jetzt eigentlich diese Too Small Celebration kommen. 17 Minuten, 14 Punkte von Luka Doncic. Ja, und das ist so wild, wie viele Plays hier gelaufen werden im All-Star Game. Auch sehr nice. Ja, wow. Ja, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht jedes Mal voll beginnen. Da lasse ich dann lieber mal Steph Curry die Punkte da machen. Gucken, ob sie doppeln. Ich hoffe mal nicht. KD. Oh mein Gott, come on. Gegen Trae Young. Kann den Fadeaway eigentlich schon mal reinmachen.
Der Dreier für Jason Tatum. Wir lassen irgendwie viele offene Dreier zu, muss man gerade sagen. Halten das Spiel dadurch weiter ein bisschen spannend. Luka Doncic geht da problemlos an Trae Young vorbei. Der sah aus, als wäre AFK gewesen. Naja, nehme ich mit, nehme ich mit. Luka Doncic, wie gesagt, ist ja Team Luka. Der soll mal ein bisschen Gas geben. Geil, wie der einfach wirklich auf Luka steht dann. Unten rechts in der Anzeige. Nächste Dreier von Tatum, der aber diesmal mal nicht so leicht. Rebound ist bei KD. KD, offener Dreier. Völlig frei, Timing ausgezeichnet. Was will man mehr? Was will man mehr? KD jetzt auch mal endlich nicht mehr kalt. Konnte ich auch echt nicht mehr sehen. Steph Curry. Ja, mit zu viel Platz da. Das ist, wenn man gegen den Drop Coverage spielt und den Beat komplett absinkt. Ja, schwierig gegen Steph Curry. Luka Doncic wieder gegen Trae Young. Alley-oop mit LeBron James. Ah, funktioniert nicht. KD, okay, und Giannis. Ja, das ist mal ein Dank, der dem All-Star-Game würdig ist. Kann sein, dass die nie Wiederholung zeigen, wenn die Gegner was krass machen. Den Dank hätte ich eigentlich gerne nochmal gesehen, muss ich sagen. Oh, und KD verliert den Ball. Nice, ist direkt wieder kalt. Trae Young, Luka Doncic, natürlich auch zwei, dessen Karriere so ein bisschen verbunden ist durch den Draft damals. Interessantes Matchup hier eigentlich. LeBron gegen Tatum, der hier on fire ist. Ich habe das Gefühl, der will hier selbst was produzieren. Ja, okay. Ja, auch schön. Ja, und es hätte den vielleicht ein bisschen epischer finishen können, aber auf jeden Fall mal die Punkte. Kevin Durant. Außer Midrange. Ah, okay, trifft ihn nicht, schade. Boah, was? LeBron wurde komplett gekillt gerade. Oh, habt ihr diesen Ankle-Breaker gesehen, den LeBron gerade kassiert hat? Shit. Und Luka Doncic, let's go. Ja, Bro, also Team Giannis kam mir gerade hier mal viel zu nah dran auf einmal. Ich meine, wir spielen halt wirklich Defense, die im All-Star-Game würdig ist, nur leider das andere Team nicht. Also Team Giannis nicht. Okay, jetzt doppeln wir jetzt, oder? Was geht hier ab? Okay, schwieriges Ding am Ende. Aber der Offensiv-Rebound bei Giannis. Und dann nicht gut verteidigt, LeBron mit Goaltending noch. Oh, es ist nicht mehr ein großer Abstand hier. Ah, ich dachte, Kai, warte, doch, ah, Kyrie kommt bei uns rein. Ja, mit Kyrie, ich wollte gerade eigentlich schon simulieren, aber mit Kyrie hier noch ein bisschen zu zocken, habe ich eigentlich Bock. Naja, so viel zu dem Thema. Ich würde sagen, wir simulieren doch noch mal ein bisschen. Oh Mann. Gucken, wer hier auf dem Platz steht. Ja Morant, LaMelo Ball, Ben Simmons, Kevin Durant. Warte, ich tue mal LaMelo Ball raus und bringe Kyrie Irving rein. Ben Simmons gegen Kawhi Leonard. Oh, let's go. Ben Simmons direkt mal mit dem Steal und let's go. Self LU Ben Simmons. Ja, muss man erstmal so machen, ne? War ja nicht alleine da. Weiß gar nicht, wer stand dann auch Damian Lillard, der da das Opfer wird. LaMelo Ball gegen Steph Curry. Auch immer wieder ein leckeres Matchup. Gucken Simmons, was der wieder so Kawhi Leonard ärgern kann. Oh, let's go! Kawhi Leonard verliert wieder den Ball. Diesmal hat er aber Glück, dass er im Ballbesitz bleibt. Ja Morant bleibt auf dem Feld, finde ich gut. Den haben wir auch noch gar nicht gezockt hier. Adebayo jetzt auch drin. Lillard sollten wir nicht zu viel Platz geben. Okay, bei Adebayo kurz ein Screen gestellt, geht wieder weg. Und der war schwierig, selbst für einen wie Lillard. Oh fuck, der sollte eigentlich zum Korb ziehen. Schön gemacht vorher von Kyrie eigentlich. Ah, und Dame Lillard. Schade, der lässt sich da nicht nur von Morant blocken. 5 Punkte nur der Vorsprung. Morant. Oh mein Gott, Morant lässt sich da noch so blocken. Und KD nutzt seine Größenvorteile. Boah, scheiße, mit Morant wollte ich da eigentlich natürlich mal einen epischen Dank raushauen. Wurde gar nichts raus. Oh, Kyrie gegen Steph Curry, auch wildes Matchup.
Wow, und Kyrie lässt sich da richtig gucken und am Ende so ein Alley-Oop-Pass auf Bam Adebayo. Geiles Ding, muss man leider sagen. Gerade irgendwie die Highlight-Dunks nicht wirklich auf unsere Seite, aber generell die Highlight-Plays. Ball geht nochmal raus auf KD. Der kriegt den Screen von Embiid. Oh mein Gott, Ben Simmons! Alter! Nimmt da Kawhi Leonard aufs Poster. Okay, Kawhi Leonard. Ich glaube, der hat hier nach nochmal ein paar Worte mit Ben Simmons zu wechseln. Kein guter Tag hier für Kawhi Leonard bisher gegen Ben Simmons. Anthony Davis, verteidigt von KD, könnte ein Finals-Matchup sein dieses Jahr. Hier auf jeden Fall Anthony Davis der Sieger. Würde ich auch in echt so mitnehmen, sage ich euch ganz ehrlich, auch wenn es hier diesmal schlecht für unser Team war. Kyrie Irving. Ah, guckt da so ein bisschen gegen Steph Curry, kriegt ihn am Ende aber nicht runter. Oh mein Gott, Kyrie Irving, come on, warum gibt man dafür einen Foul? Solche Highlight-Plays wollen wir auch sehen. Come on. Das war auch kein Foul. Ich habe das doch gehört. Wurde nur der Ball getroffen. Naja, egal. Wird auf jeden Fall nochmal spannender dadurch. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt hier schon geht, aber ist ja wurscht, wie gesagt. Ich muss ein bisschen Zeit rumkriegen. Und ich hoffe, für euch ist es auch ganz okay. Embiid will da den Ball. Ja, wen kriegt den jetzt aber? Und Irving, let's go. Mit den Punkten gegen Steph Curry. Wie gesagt, die beiden natürlich auch immer gut für so ein kleines Privatduell hier. Steph Curry bisher noch relativ unauffällig. Hat natürlich ein paar offene Dreier getroffen, aber vom Gefühl her noch nicht so richtig viel gemacht. Trae Young, na, ist leider auch zu offen. Der trifft natürlich den Pull-up auch gut. Ah, Ja Morant, da wollte ich natürlich eigentlich den Poster-Dunk sehen, den nächsten. Klappt hier diesmal nicht. Kyrie Irving, allein der Defense gegen Giannis. Nimmt mal das Foul. Da wird es wahrscheinlich echt auch den einen oder anderen Lacher geben. Und wahrscheinlich wird es in echter gar nicht das Foul geben, weil man natürlich eher den Highlight-Dunk dann von Giannis sehen möchte. Oh, let's go, Embiid. Defense reicht aus. Doncic, let's go. In 2K kann man es machen. In 2K kann man es machen. Doncic mit dem Self-Alley-Oop. Ob er den so in echt macht, weiß ich nicht. Aber warum nicht? Wie gesagt, hier kann man es mal bringen. Oh, ich komme nicht hinterher zu Trae Young und shit, der macht uns hier gerade richtig fertig. Wir sind nur noch auf einen Punkt weg. LeBron. Teile ich von Kawhi, aber Ball soll zu Kyrie Irving. Kyrie Irving. Oh mein Gott, come on, der war doch nicht gut verteidigt oder irgendwas. Aus relativ nah Midrange, trifft ihn aber nicht. Egal. Wird jetzt auch nochmal gut durchgewechselt. Ja, Morant wäre auch wieder raus. Mit dem haben wir es irgendwie nicht so richtig geschafft, die Highlight Plays rauszuhauen. Steph Curry. Ah, ich hatte mich beschwert, dass er noch nicht so ganz wilden Dreier hier getroffen hat. Sowas lässt ein Steph Curry nicht auf sich sitzen und bringt sein Team hier in Führung. Steph und Trae Young in Führung. Die beiden hätten wir vielleicht auch nicht in ein Team hätten bringen dürfen. Kevin Durant. Okay, aber Doncic jetzt gegen. Oh, okay, die doppeln auf einmal. Doppeln wieder. Dadurch der offene Midranger für Durant. Warum doppeln die denn jetzt hier im All-Star-Game? Come on, Z2K woanders programmieren können. Naja, egal. Machen wir das Beste draus. Oh mein Gott, okay, Giannis gegen Embiid da in der Zone. Embiid direkt mal kalt. Kevin Durant arbeitet gegen Giannis. Ja, kommt am Ende aber nicht durch. Na, ich wollte gerade sagen, Steph Curry, den willst du nicht nehmen. LeBron mit dem Block. Gegen Steph, das gibt natürlich so ein bisschen Cavs Warriors Finals Flashbacks. Und die nächsten Punkte hier für Team Giannis ist scheiße, die rennen uns hier gerade richtig davon. Anthony Davis sieht man da unten links schön am Klatschen.
Lamelo Ball mit dem U-Step wird abgeräumt, aber kriegt zumindest das Foul. Ball kratzt an den 10 Punkten hier. Ja, trifft beide Freiwürfe. Und Doncic muss gegen Steph Curry ran. Boah, Junge, und abseits des Balls sehen wir, die Defense läuft nicht so richtig gut. Embiid, come on, kriegt ihn nicht richtig gefangen. Natürlich auch schwierig, was wir da von ihm erwarten. Steph Curry, shit. Steph Curry komplett on fire. Und wir lassen ihn hier gewähren, wie er will. LaMelo Ball gegen Trae Young jetzt. Ah, da hätten wir vielleicht schon einen Dreier nehmen sollen. Am Ende der nicht so ganz einfache. Na, das ist jetzt gerade nicht so richtig das Wahre hier. Hero Ball mit LaMelo Ball wird uns jetzt hier wahrscheinlich nicht zum Sieg bringen. Oh, und Trae Young kriegt ihn gegen den Beat gefinisht. Uff, uff, uff. Oh mein Gott. Doncic wird da von Steph verteidigt. Immerhin bleibt der Ball bei uns. Und Inbound Plays, ihr wisst, was das bedeutet. Let's go! LeBron James. Boah, okay. Ja, man hat auf jeden Fall noch diesen einen oder anderen Dunk hier drauf. Und wir lassen Jason Tatum in den komplett offenen Dreier. Alter, was ist denn in unserer Defense los? LeBron, deiner Zone gegen Trae Young. Ich dachte, vielleicht überdankt er den, aber dafür ist er dann vielleicht doch schon ein bisschen zu alt. Nimmt dann noch ein bisschen den Hookshot. Vucevic auch zur Hilfe da, insofern gut, dass es überhaupt noch was wurde. Doncic, diesmal lassen wir mal Curry nicht den ganz offenen Dreier im besten Fall. Vucevic, oh, come on, Embiid. Warte ich mir nicht auch ein bisschen mehr gegen Vucevic. LaMelo Ball, okay, ich dachte, da kommt ein Dank, aber zumindest die Punkte von Ball gut vorbei da an KD. Doncic jetzt gegen Steph Curry. Okay, der ist schwierig. Geht doch mal diesmal nicht rein. Transition, der Ball geht in die Hände von LaMelo Ball. Dreier LeBron James. Ah, trifft sie natürlich nicht. Oh mein Gott! Janis versucht mal die Karriere unseres ganzen Teams zu beenden. Geht zum Glück nicht rein. Und let's go, LEU, Luka Doncic auf Kevin Durant. Und auch das kann KD. Sehr schön. 21 Punkte mittlerweile schon für Durant. Der hat hier eventuell auch Bock auf den All-Star Game MVP Award. Wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob der hier gekürt wird. Muss man eventuell gleich noch das Social Media abchecken. Ah, am Ende gibt es das Foul für Tatum hier. Ah, es wird auf jeden Fall nochmal interessant, wer hier gewinnt. 5 Punkte Rückstand für uns. Da muss man schon noch ein bisschen was leisten. LeBron. Oh, verliert den Ball. Okay, so wird das nichts. Steph Curry. Ah, das hätte schon ein sehr schmerzhafter Treffer sein können. So, LeBron. Oh, let's go, LeBron James. Hat es gerade nicht gefallen, dass ich mich beschwert habe, was er nicht gedankt hat. Und diesmal der Reverse. Sehr schön. 3 Punkte der Rückstand nur. Mellow Ball. Boah, Steph nimmt den tiefen Dreier. Ist jetzt gerade zum Glück mal ein bisschen abgekühlt. Oh, was ist das für ein Pass? Boah, Glück, dass Tatum da noch rangeht. So bleibt es unter Ball. Nicht unbedingt ein smartes Play da vom Boston Star. Jason Tatum. Und LaMelo. Oh, ich wollte sagen, LaMelo Ball. Problemlos. Aber es war leider gar nicht problemlos. Oh, und Ball rennt weg. Oh mein Gott, aber wir bleiben Ballbesitz. Epische Szenen. Doncic hat die komplette rechte Seite frei. Oh mein Gott. Tatum kommt zur Hilfe. Aber Doncic ist in dem Spiel heute ein Athletikmonster. Ein Punkt Rückstand nur noch. Aber auch ein paar wilde Szenen, wenn man ehrlich ist.
Steph Curry will natürlich weiter feuern. Ist zwar schon kalt, aber man kennt ihn ja. Ah, und am Ende aber die Punkte für Tatum in der Zone. Lang ist jetzt nicht mehr. Sollten auf jeden Fall mal diesmal keine Backcourt-Violation raushauen. Ah, LaMelo Ball. Okay, aber Embiid, ich wollte gerade sagen, ganz frei in der Zone. Okay, kriegt er zumindest noch das Foul. Der Bray hat auf jeden Fall gerade ein bisschen Probleme gegen Vucevic, kann mir auch keiner erklären. Legt hier zwar natürlich ein solides Double-Double auf, aber bei aller Liebe zu Nikola Vucevic, dass der da defensiv so gut mit Embiid standhalten kann, verstehe ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Oh, Embiid! Straft die Hater Lügen. Doncic, let's go! Was legt Doncic hier bitte auf? Luka Doncic, let's go, let's go. Self-Alley-Oop Nummer, keine Ahnung. Nummer 3 oder 2. Gutes Ding auf jeden Fall. Oh, und Durant springt irgendwie ganz komisch weg, anstatt zu versuchen, Giannis zu blocken. Damit wieder ein Punkt Führung. Es ist hier ein enges Game. Kommt Ben Simmons rein, aber warum steht er da so rum? Weiß ich nicht. Doncic jetzt. Spielt auf LaMelo Ball. Und Ball sieht das Foul. Oh mein Gott, das ist hier gerade, als wäre es Finals Game 7. Ball, zumindest an den Freiwürfen, ist er heute sehr effektiv. Ah, bis jetzt. Zumindest den Ausgleich macht er. Den zweiten trifft er nicht. Keine offenen Würfe. Ah, stattdessen der, oh, der offene Rebound für Giannis und das And-One. Ich glaub's nicht. Gucken, vielleicht struggelt Giannis zumindest auch, wenn es denn an der Freiwurflinie. Na, ne, macht er nicht. 3 Punkte Führung. Aber ich meine, wir haben ein paar Jungs, die einen Klatschbacken machen können. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt das LaMelo Ball noch auf dem Platz haben möchte, aber ey, für den hier auch jedes Play gelaufen wird. Oh, Digga, Luka Doncic. Also, Luka Doncic ist hier heute LeBron James Prime. Wow, was ein Dank. Ein Punkt Rückstand. Doncic muss jetzt hier auch Steph Curry gut verteidigen. Und Jason Tate mit dem schönen Cut. Kriegt den offenen. Sollten nicht zu viel Zeit verlieren, diesem Angriff. Rollen den Ball wieder ein. Luka Doncic Midrange trifft den nicht. Embiid im Nachfassen. Und es reicht noch so gerade eben. Team Giannis kann die Uhr noch nicht runterlaufen lassen. Zumindest nicht komplett. Gucken, was jetzt hier machen. Das ist ja auch eine All-Star-Game. Ne? Sollen sich jetzt hier mal nicht so anstellen. Sollten auf jeden Fall Defense spielen. Hätten natürlich auch noch einen Timeout für einen möglichen Game-Winner. Oh mein Gott, Steph Curry. Nein, nein. Ja, wir müssen foulen. Auch wenn es natürlich im All-Star-Game ein bisschen unepisch ist. Aber wir machen das jetzt hier. Das ist mir jetzt auch egal. Wir haben hier so lange gekämpft. Wir nehmen natürlich die Timeout und schauen mal, welcher Shooter bei uns den entscheidenden Dreier treffen soll. Haben natürlich weder Steph Curry noch Trae Young dafür im Team. LeBron sollte ihn auf jeden Fall nicht nehmen. Mal gucken, was hier erstmal hier empfohlen wird, wenn wir Dreier sagen. Ja Morant soll drauf, okay. Ich weiß nicht, ist der LaMelo Ball. Lonzo Ball ist das eine 18, 88, LaMelo Ball eine 91, Doncic hat eine 94er Dreier. Devin Booker hätte ich ja nicht auch Bock drauf. Der ist eigentlich auch so ein Typ, der in den Game Winner reinmacht. Mal gucken, für wen jetzt hier auch das Play gelaufen wird. Mal gucken. Luka Doncic. Oh, Luka Doncic verfehlt den offenen, entscheidenden Dreier. Naja, er wird es verkraften. Naja. Ich schaue nochmal nach. Testergebnis ist immer noch nicht da. Ah, frustrierend, frustrierend. Aber naja.
All-Star Game ist vorbei. Antetokounmpo mit 31 Punkten, Doncic mit 26, Durant hier von unseren Rockets mit 21. Ja, und dementsprechend war es das auch mit dem All-Star Weekend hier. Sehr wilde Nummer auf jeden Fall. Three-Point Contest, Kyrie Irving gewonnen, Slam Dunk Contest, Greg Brown. Ich dachte ja, beim Three-Point Contest wird vielleicht Duncan Robbins ein bisschen abgehen. Aber ja, scheint nicht so zu sein. Ja, 31 von Freak helfen den Team Giannis, die Team Luca niederzubringen. Nice. Okay, was ist das hier? Sind das Power Rankings? Gucken, okay, wir sind beim Power Rankings nur auf Platz 5. Verstehe ich nicht ganz, aber naja, okay, letzten Monat 12-1. Who beat this? No one. Let's go. Gucken bei den anderen Power Rankings. Hier sind wir auf Platz 4 bei Eric Benesch. NBA bekommen auch Platz 4. Ja, come on, also. Ich meine, klar, die Celtics stehen hier echt gut. Stehen sehr gut da. Warum auch immer. Kann man jetzt mit der echten Situation nicht erklären. No front. Ja, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dunk-Contest heute. All-Star Game heute. Viel passiert. Demnächst geht es wieder weiter mit der Liga dann. Hier gehen die Heat, Hornets und so weiter. Ich habe auf jeden Fall Bock, dann wieder mit den Rockets weiterzumachen. So weit ist es auch gar nicht mehr bis zu den Playoffs. Da wird es auf jeden Fall episch. Dank fürs Zuschauen. Guckt auf jeden Fall bei Instagram NBA 2K-Deutsch. Da gibt es auch immer Infos, falls die Folgen nicht kommen. Also wenn ihr gucken wollt, warum kam heute keine Folge, habe ich es auf jeden Fall da gepostet. Also schaut da sonst vorbei. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr da ein Abo da lassen wollt. Müsst ihr aber nicht. Natürlich bei dem Kanal hier das gleiche. Auch Bewertungen, Kommentare und so. Ihr kennt das. Ihr kennt das. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.